Das wird so nichts. Ich hätte das Schloss ja mitnehmen können, man weiß ja nie, wofür es braucht. MacGyver macht ja eh auch alles. Also, MacGyver hätte da eine Bombe draus gebaut. Meint ihr nicht? Doch, ne? MacGyver hat eine Bombe mit hingekriegt. Ganz sicher. Guck mal, ich hab die Karte. Dumme Kuh. Hey, Rodan. Ja, halt die Klappe. Ein eigenartiger Schließmechanismus. Hoffentlich hat Krems mir die richtige Karte gegeben. Hat er. Hier kann ich endlich wieder die Tarnung ablegen. Wenn ich Organjägern begegnen sollte, töten sie mich sowieso. Egal, wie ich aussehe. Richtig. So. Dieses Vehikel stammt wohl aus der Zeit, als hier noch Bergbau betrieben wurde. Was nicht passt, passt nicht. Hm. Wie komme ich dann da runter? Oh, hier sind viele Sachen, die ich anklicken kann. Hm. Diese Teile kommen mir irgendwie bekannt vor. So wie es aussieht, werde ich noch eins davon brauchen, um diesen Apparat wieder in Gang zu setzen. Ja, mein Gott, dass wir so ein Ding haben. Da. Na, jetzt bin ich gespannt, ob der da wirklich... Oh, verdammt, das steht unter Strom. So grille ich mir höchstens die Finger. Mhm. Eine eigenartige Vorrichtung. Vielleicht ein Schloss oder ein Mechanismus. Das ist tatsächlich ein Lesegerät für diesen seltsamen Schlüssel. Ist aber außer Funktion, wie es scheint. Okay, schauen wir mal was, womit ich das Ding anpacken kann, ohne dass ich mir die Finger verbrutzel. Was für eine eigenartige Konstruktion. Ich habe zwar schon viel gesehen, aber das... Dieser Code am Boden des Spindes ist nicht mehr zu identifizieren. Bei dem Spind wurde der Code am Boden absichtlich unkenntlich gemacht. Der Besitzer wollte wohl nicht, dass ein anderer an seine Sachen kommt. Sieht aus wie Spinde von Bergarbeitern oder Wachleuten. Normalerweise kann man die irgendwie hinunterlassen. Da sind Codes in den Boden eingraviert. Sieht aus wie Spinde von Bergarbeitern. Ja. Sieht aus wie Spinde. Ja. Ein positronisch gesichertes Schloss. Musste man sich hier das Wasser erst aufschließen? Hm. Passt zwar, aber es tut sich nichts. Hm. Passt zwar, aber es für eine eigenartige Konstruktion. Ich habe zwar schon viel gesehen, aber das? Was für eine eigenartige Konstruktion. Hm. Für eine eigene... Ja! Mann! Warte mal. Geht nicht. Oh, hätte ja klappen können. Hm. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Geht nicht. Hm. Hm. Naja, man kann's ja mal probieren. Aber nein. Nein. Warte mal, da sind Codes, da sind... Hm. Ich kann den Code auf diesem Spind einfach in den Schlüssel eingeben. Okay, dann Attacke. Voilà. Ein positronisch gesichertes Schloss. Musste man sich hier das Wasser erst aufschließen? Scheint nicht der passende Code für dieses Schloss zu sein. Ach so, warte mal. Auf die Akoniden ist Verlass. Was einmal gut ist, erhält eine Norm, die dann sehr lange ihre Gültigkeit behält. Hm.
Okay. Ich kann den Code auf diesem Spind einfach in den Schlüssel eingeben. So, und dann ging noch der dritte, ne? Genau. Ich kann den Code auf diesem Spind einfach in den... Abgebrochen. Na toll. Von wegen akonidische Wertarbeit. Mein Schlüssel ist kaputt. Mal sehen, was der ehemalige Besitzer dieses Spinds hier drin gelassen hat. Das meiste ist eher nicht mehr zu gebrauchen. Was ist denn das Hartes? Ein Metallstab. Kann ich sicher noch brauchen. Da suchen wir gleich. An diesem Spind war wahrscheinlich seit Jahrhunderten niemand mehr. Was ist denn das? Eine Feile oder ein Schraubenzieher oder ein Flaschenöffner? Keine Ahnung. Aber Werkzeug kann man immer gebrauchen. Naja, ein ordentlicher Spind sieht anders aus. Ob ich hier was Brauchbares finde? Dieses Band hier ist aus einem Elastomer. Könnte Stratoplast sein. Okay, jetzt gucken wir mal. Der Metallstab. Ein Stab aus hartem Metall wie Stahl oder Eisen. Eventuell herausgetrenntes Ersatzteil eines Mechanismus. Okay. Wahrscheinlich ein Hebel. Eine Feile oder ein Schraubenzieher oder ein Flaschenöffner aus einem unbekannten Material. Aber Werkzeug kann man immer gebrauchen. Okay. Eine gebrauchte Rolle eines Klebebands aus einem Elastomer. Eventuell Stereotoplast. Okay. Eventuell kann ich mit dem Klebeband das da isolieren. Wenn ich das Elastomer oder was das ist hier drumherum wickle, ist dieser Stick einwandfrei isoliert. Genau. Und jetzt kann ich den nämlich da reinschieben. Ja. Toll. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. So, und jetzt geht mit Sicherheit auch hier der Kartenleser. Das ist tatsächlich ein Lesegerät für diesen seltsamen Schlüssel. Oder auch nicht. Ist aber außer Funktion, wie es scheint. Theoretisch könnte ich jetzt damit losfahren. Aber hier geht es direkt nach unten und dieses Gefährt kann mit Sicherheit nicht fliegen. Wie soll das denn gehen? Hä? Wie soll das denn gehen? Ich wüsste nicht, was es hier dran zu bearbeiten gibt. Ich wüsste nicht, was es hier dran zu bearbeiten gibt. Theoretisch könnte ich jetzt damit losfahren. Aber hier geht es direkt nach unten und dieses Gefährt kann mit Sicherheit nicht fliegen. Okay. Wir gucken nochmal hier. Also hier scheint nichts wirklich zu sein, ne? Was ist denn da? Wofür sind diese Hebel? Die Schrift ist total verrottet. Und die paar Zeichen können alles Mögliche bedeuten. Guck mal. So ein Hebel. Sieh mal an. Der Metallstab scheint der fehlende Hebel zu sein. Wunderbar. Jetzt sollte man den Schalter benutzen können. Da tut sich nichts. Und warum? Dem Symbol nach könnte das ein Schalter zur Aktivierung von Energie sein. Hat aber keine spürbare Wirkung. Der Hebel lässt sich nicht bewegen. Er ist völlig mit dem Untergrund verwachsen. Keine Chance. Diesen Hebel hat schon seit Jahrhunderten keiner mehr bewegt. Keine Chance. Diesen Hebel hat schon seit Jahrhunderten keiner mehr bewegt. Guck mal, hier leuchtet's. Okay, und wofür dient nun diese Apparatur? Die baut eine Schiene zusammen.
Okay. Sehr vertrauenserweckend ist das ja nicht, ne? Was ist denn das? Sieht aus wie ein Sitzgurt oder eine Schaukel. Sitzgurt oder Schaukel zum Anhängern, etwas mit sehr kurzen Trägern für die Befestigung. Das Licht kommt sicher nicht von der Mondoberfläche. Dafür bin ich inzwischen viel zu tief. Also muss es von einer künstlichen Quelle hier unten stammen. Die Quartiere der Gefangenen? Irgendwas von Experimentaltrakt. Ach, mehr kann ich nicht entziffern. Da sind noch ein paar Namen. Jeffer Salem, Beol Grant, Nazum. Moment. Quintin Bartholomä? Klingt nicht akonidisch. QB. Quarterbat? Das würde zumindest Sinn machen. Die Türe wurde von dieser Seite zugeschweißt. Was immer sich dahinter befindet, es soll auf jeden Fall nicht rauskommen. Ich wüsste nicht, was es hier dran zu bearbeiten gibt. Diese Zeichen warnen eindringlich vom Betreten der Quartiere. Lebensgefahr, Seuche, Vergiftung, biologische Kampfstoffe. Meine Güte, was ist hier nur passiert? Okay, ach, hier geht's auch weiter. Die Schienen oder Gleise, auf denen sich dieses Gefährt bewegt, freischwebend und doch fest verbunden, als ob sie geschweißt wären. Was für eine bemerkenswerte Technik. Da kommt man nicht hinein. Das sind riesige Abwasserröhren. So, wie das stinkt, will ich da auch gar nicht rein. Da kommt man nicht hinein. Das sind riesige Abwasserröhren. So, wie das stinkt, will ich da auch gar nicht rein. Verdammt, was für ein Wind. Das ist wohl ein Ventilatorenschacht für das Lüftungssystem. Könnte schwierig werden, da durchzukommen. Ein Warnschild der akonidischen Regierung. Das Ausschalten dieser Ventilatoren steht unter Strafe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da hineinzuwollen. Ich finde das eine gute Idee. Ich wüsste nicht, was es hier dran zu bearbeiten gibt. Und wieder das Zeichen der Turazell. Scheinbar haben sie diesen gesamten Mond kontrolliert. Und kontrollieren ihn wohl immer noch. Sogar die Ventilationsschächte. So. War ja einfach. Ach, guck mal. Hoffentlich hält mir das Licht diese Kreaturen vom Leib. Schauen wir mal, ne? Licht. Oh nein. Du lebst noch? Du wirst verbluten. Ich habe nichts zum Verbinden. Verdammt. Lass gut sein. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Ich spüre meinen Körper sowieso nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Es reicht, dass ich in der Gesellschaft eines kultivierten Lebewesens sterben kann. Ich bin Baldion Hamilton. Da oben nennt man mich auch den verrückten Hamilton. Hamilton, ich...
Ich habe schon viel das von dir wird gehört. Der gar nicht ich bin gefallen. Perry Rodan. Schön, dich kennenzulernen. Perry Rodan. Ich dachte, du seist bloß der Held einer Romanheftserie. Welche Ehre. Ich? Was? Nein. Da, Trumort. Der hat hier fast so viele auf dem Gewissen wie diese verdammte Seuche. Außerhalb dieses Mondes ist er nichts als ein gewöhnlicher Verbrecher. Aber in Elmodata ist er der König der Verbrecher. Was könnte er in den unteren Ebenen suchen? Ja, was sucht man hier unten? Ich kenne nur einen winzigen Teil der schwarzen Ebenen. Aber was ich gesehen habe, dieser ganze Mond ist vermint. Vermint mit uraltem Schmerz. Ich war bei ihm. Ich habe ihn gesehen. Es gibt ihn wirklich. Und er lebt immer noch. Aber es war schwer, ihn zu finden. Meine Energie war erschöpft. Der Weg zurück. So weit. Also deshalb ist deine Lampe erloschen. Aber erzähl mir bitte mehr von Quarterbutt. Er muss sehr alt sein. Manche sagen, unsterblich. Er kam freiwillig hierher, als die Aras die Tests mit den Gefangenen anfingen. Ein berühmter terranischer Wissenschaftler. Quarterbutt ist ein Terraner? Bist du sicher? Er ist schon lange keiner mehr. Wenn, dann ist er der Einzige, der jemals hierher kam. Aber jetzt bist du ja da. Perry Rodan, jetzt... Aber ich kann dich doch hier nicht zurücklassen. Belaste dich nicht mit mir. Finde deinen Weg. Ich brauche kein Loch in der Erde. So bin ich wenigstens noch zu was zu gebrauchen. Und ich kann nichts weiter für dich tun. Ruhe in Frieden, Baldrion Hamilton. Ich würde mich wirklich gerne mal ausruhen. Mir dröhnt der Kopf, mein Hals ist völlig trocken. Aber was wird dann aus Mondra? Nichts gibt's. Weiter geht's. Das soll wohl ein Witz sein. Wann gab es jemals Wasser auf Gom-Kaledus? Obwohl, sollten die Elohim wirklich hier gewesen sein, werden sie welches gebraucht haben. Ruhe in Frieden, Baldrion Hamilton. Sonst kann ich jetzt nichts tun, ne? Nö. Bitte? Kein künstliches Licht. Logisch. Solange die Luftschächte geschlossen sind, können die Turbinen keinen Strom erzeugen. Kein künstliches Licht. Logisch. Solange die Luftschächte geschlossen sind, so hell war das Licht an der Oberfläche nie. Wahrscheinlich ist die Quelle eine Atomsonne, die die unteren Ebenen mit Licht versorgt. Aus dieser Halterung wurde irgendetwas gewaltsam entfernt. Ganz schön weitläufig hier unten, ne? Ich habe den Eindruck, je tiefer man kommt, desto gewaltiger werden die Dimensionen. Das hat schon lange keine Ähnlichkeit mit einem Bergwerk mehr. Das scheint die einzige Verbindung zu dieser bizarren Plattform dort drüben zu sein. Vielleicht ist das ein Kabel für die Stromversorgung. Passt. Dann ist das dieses einzigartige Transportsystem hier auf Gom-Kaledus. Wie auch immer. Einfach an die Rolle dranhängen ist nicht. Dafür bietet sie mir keinen Halt. Aber wir haben einen Sessel. Okay, dieser Konus könnte hier rein. Nein. Vielleicht so? Nein.
Irgendwie passt das nicht zusammen. Wenn ich diese Aufhängung etwas bearbeite, den Konus hier und hier abschleife und das hier umbiege, könnte ich es eventuell an dem Transportbügel befestigen. Mal sehen, ob das klappt. Na, wer sagt's denn? MacGyver. Was improvisiert, aber ich will ja auch keinen Produktdesignpreis gewinnen. Ich sag doch, MacGyver. Zu sehen und ich hänge mich an eine Konstruktion, die womöglich 10.000 Jahre alt ist. Da kriegt die Relativität meiner Unsterblichkeit wieder viel mehr Gewicht. Dann mal los. Durch diese Öffnung fällt das bisschen Licht in den Raum darunter. Aber der Gestank, der von dort kommt, ist kaum zu ertragen. Schon wieder so eine Konstruktion. Wer auch immer die gebaut hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben, um das Licht hierher zu lenken. Ja.